Grundsteuerwiderstand. Einspruch nicht mehr lange möglich. Es gibt einen gewaltigen Widerstand gegen die geplante Grundsteuer. Die neue Grundsteuer kommt, doch es gibt erheblichen Widerstand aus den Reihen der Bevölkerung. Experten rechnen damit, dass sage und schreibe 1,5 Millionen Deutsche die Bescheide für die Grundsteuer ablehnen wollen. Zu diesem Schritt raten auch viele Juristen, da es in der aktuellen Form der geplanten Grundsteuererhebung noch viele Unklarheiten gibt. Was können die Deutschen dagegen tun? Einspruch nicht mehr lange möglich, die Zeit rennt für diejenigen, die Einspruch einlegen wollen. Insgesamt werden 3 Bescheide zugesendet, wer aber nicht bereits beim ersten Widerspruch einlegt, wird mit leeren Karten nach Hause gehen. Das Problem ist, dass viele Menschen denken, dass es im ersten Bescheid bereits direkt um die Grundsteuer geht. Falsch gedacht aber. Der Grundsteuermessbetrag ist die Grundlage für die Grundsteuer. Der erste Bescheid enthält tatsächlich nur den Grundsteuermessbetrag. Was das bedeutet? Er spiegelt den Wert der Immobilie wider, die dann die Grundlage für die spätere Grundsteuer bildet. 2024 kommen erst die Hebesätze. Großes Problem aber ist, dass die Gemeinden erst 2024 die Hebesätze bestimmen werden. Bis dahin werden die Eigentümer im Unklaren sein, wie hoch die Grundsteuer denn überhaupt sein wird. Ein kleines Überraschungspaket für Immobilieneigentümer, Immobilienbesitzer und am Ende auch für die Mieter, denn die müssen es bezahlen. Kann das wirklich legal sein? Kann ein solches Kostenüberraschungspaket mit dem Grundgesetz vereinbart werden? Ist das eine Enteignung durch die Hintertür? Sind Immobilieneigentümer der neue Feind für die Regierung? Die stört viele Deutsche, denn sie wissen gar nicht, wie viel sie bezahlen werden. Und viele werden dies wahrscheinlich auch nicht zahlen können. Insbesondere in einer Zeit, wo eine hohe Inflation herrscht und auch Zwangssanierungen geplant sind, die vielen zusätzlich ein Loch in die Kasse fressen wird. Die Datenerhebung wird ausschließlich online gemacht. Interessant ist aber auch, dass die Daten für die Grundsteuer ausschließlich online erhoben werden, gegen die sich vor allem ältere Menschen vehement wehren. Digitalisierung auf Bundesebene eben. Grundsteuer wird kommen, ob man will oder nicht. Die Grundsteuer wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 für die nächsten 7 Jahre festgesetzt. Wem dies überhaupt nicht gefällt, sollte schleunigst Einspruch einlegen, bevor der Zug komplett abgefahren ist. Der Einspruch sollte unbedingt gleichzeitig mit einem Antrag auf Ruhen des Verfahrens unter Hinweis auf bereits anhängige Klagen verbunden werden, wie es von Juristen empfohlen wird. Unten habe ich einen Link zu unseren Partnerjuristen verlinkt. Dort können Sie Beratungen in Anspruch nehmen gegen Honorar. Behördendeutsch muss halt mit Behördendeutsch gekontert werden. Wir bleiben am Ball für Sie. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Wie sehen Sie das? Ist der Immobilienbesitz, Immobilieneigentum noch gewünscht in Deutschland? Ja, über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Auch über ein Abo, das ist generell kostenlos hier bei YouTube. Vielen Dank, dass Sie reingeschaltet haben. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.